Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Heaven. In der letzten Folge haben wir unser Flugfeld hier ein bisschen erweitert und die ersten Planungen vorgenommen für den morgigen Tag und haben diesen schönen hölzernen Kontrollturm hier auch aufgestellt, der für hier die ganze Flugsicherheit und alles zuständig ist. Aber wir sind immer noch im echt relativ gechillten Modus. Wir haben die drei Felder jetzt hier in den Planungsmodus übergegeben. Ach, jetzt haben wir das erste Flugzeug, was warten muss wieder nach langer Zeit. So. Sollte sich aber sicher bald wieder ändern. Und wir machen auch relativ gut Kohle. Also, Sie sehen schon, wir waren gestern eigentlich im Minus, haben sogar ein Ding aufnehmen müssen, einen Kredit, damit wir weiterbauen können. Und jetzt sind wir schon wieder bei den 10.000. Also, ich würde sagen, da haben wir nichts zu meckern. Und vor allem, wenn morgen mit den Dauerflügen für 500 ist das natürlich um einiges besser. Schauen wir mal, wie gut heute der Tag läuft. Ich meine, wir haben schon die 11.000 geknackt. Da klimpern aber die Zahlen, meine Freunde. Da klimpern die Zahlen. Schau mal, jetzt haben wir Vertragsverhandlungen. Und jetzt müssen wir natürlich nochmal auf den Flugservice, weil wir brauchen hier verbesserte Services. Danach müssen wir hier den Teerbelag, wäre interessant. Das muss auch alles noch erforscht werden. Also wir sind noch ein bisschen im Hinten. Bodenkomfort muss auch her. Weil dann kriegen wir die ganzen Bussachen und alle. Die brauchen wir ja für unsere Passagiermaschinen dann. Und ja, dann schauen wir mal. 5 von 10 Angestellte haben wir in der Forschung. Aber aktuell, glaube ich, könnten wir sogar bald in der Zukunft auf volle Mannschaft hochpumpen, weil mit dem Gehalt, was wir hier machen, geht sich das ganz, ganz easy aus. Und ja, wir beobachten eigentlich immer nur denselben Punkt, weil wir aktuell noch nicht so viel haben, aber wir müssen halt ein bisschen Geld sparen, ein bisschen planen, erstmal bevor wir hier voll aufziehen. Ich bin auch beim Überlegen, wie wir das am besten machen, dass wir vielleicht dann hier noch mehr erweitern können sogar. Vielleicht mache ich hier einfach außenrum alles dicht. Also mehrere Terminals einfach überall, ne? Aber jetzt ist schon wieder so ruhig. Das ist einfach richtig eklig. Jetzt ist dann der Flughafen schon halb stillgelegt. Eieiei. Nichts mehr los in Hierhausen. Auch noch ein Flugzeug. Yay. Noch einer. Es passiert was. Oh, es passiert echt was. Es kommen noch ein paar. Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Aus Schlumpfhausen oder was? Warte, wir haben gleich einen hier durch. Ja, da ist der nächste frei. Und hier ist der nächste frei. Jetzt haben wir uns mal ein bisschen Geld rein. Jetzt haben wir eigentlich unseren kompletten Vertrag auch schon wieder drin. Wenn man sich das so anschaut. Also hier sind eigentlich schon wieder alle Kosten für den Vertrag auch drin. Immerhin sind wir bei 16.000. Also der Tag heute läuft echt lecker. Also G steht für gönnen. Eindeutig hier an diesem Flughafen. Stopp. Neuer Vertrag. Wir brauchen 10.000 nochmal bitte. Und da kriegen wir eh um Mitternacht was. Bedeutet, das sollte noch funktionieren. Aber unser Tank ist fast leer. Verwerfen. Wir haben die verbesserten Lage da. Perfekt. Dann können wir, warte mal, unter Flugservices, glaube ich. Dann tun wir hier die Fasslogistik machen. Größere Betriebsdinger. Hier kommen dann Laster. Bedeutet Spezialkurs für deinen Fahrer. Danach sind sie in der Lage, neue, größere Tankwagen zu fahren. Oh. Pumpanlagen. Zunehmende Schreiben verlangen neue Ansätze beim Betanken. Methoden mit Tanks, Pumpen und Schläuche sind deutlich schneller und effizienter sowie platzsparender als das Verfahren mit Fässern. Oh, okay. Und da ist so ein fortschrittliches Luftfrachtlager. Alles sehr interessant. Da kommt ein Servicewagen dann noch dazu. Vorfeldservice. Könnte interessant werden. Der Teerbelag interessiert mich auch vor allem. Frachttransferboost, okay. Ja. Was ist das? Wir sind gerade so gut drauf. Hier, und das können wir doch bestimmt auch zurückzahlen. Annehmen. Holy.
Der Kredit hat mich 6.000. Ich habe das Doppelte zahlen müssen von diesem blöden Kredit. What? Autschi. Richtiger Halsabschneider. Hier. Also der Wahnsinn. Aber wir stehen trotzdem immer noch gut mit 8.000. Haben uns gut wieder positiv gekämpft. Würde sagen, wir tun hier gleich nochmal auftanken. Mit 6.000. Dann ist es morgen voll. Hä? Ah, das Luftfrachtlager, das ist das Neue, ne? Ich weiß gar nicht, warum das blinkt jetzt. Ist doch dasselbe wie hier. Alles gut, mein Freund. Die warten noch auf den Abflug, oder was? Oh, deswegen dauert das hier immer so lang. Ach schau, der Tank wurde jetzt aufgefüllt. Das ist natürlich schon fein. Jetzt ist der am Start. Also sind langsam unsere Startbahnen sogar das Problem eher. Das ist natürlich auch eine sehr interessante Sache. Tank, Personal, Schulung. So, jetzt startet das letzte Flugzeug vom Flugfeld. Was hat er denn? Ah, größeres Treibstofflager haben wir jetzt zum Beispiel hier schon. Ist das das? Großes Treibstofflager. Treibstofflager. Ah, das hält ein bisschen mehr. Aber aktuell schauen wir eh noch ganz gut aus. Von so der Grundsubstanz her. Von dem Vertrag Vorschau. Tankservice. Der Busservice fehlt halt in dem Fall zum Beispiel. Hier sind wir eh überall angestellt schon. Flugplanung. Oh, wir haben hier schon jetzt später. Der Abend wurde verlängert. Warte mal. Wir könnten rein theoretisch dich hier runterpacken und die alle gleich planen. Wenn wir das machen, können wir dich wieder auf Zeit offen stellen und haben alle auf einen Flughafen gesetzt. Das ist ja auch geil. So sparen wir ein Flugfeld. Ah, schön, jetzt haben wir wieder hier was erforscht. Dann machen wir das Wasserkahn. Hä? Was ist jetzt los? Warum wird um 0 Uhr auf einmal das Vorspulen gestoppt? Ah, weil unser Tank, unser Frachtlader kommt. Deswegen. Summe plus 5.000. Ja, das kommt gut hin. Verwerfen. Nee, das war jetzt, nicht so mein Plan. Oh, neue Verträge. Oh, ho, 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 ho. Ho, 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 schaut euch das an. Unterzeichnen. Planungsfenster. Öffnen wir den. Alter, scheiß drauf. Schau mal, wie viel wir damit machen können alleine wahrscheinlich. Die bringen 620. Wie geil ist das denn? Vertragsfenster. Du, ich nehme gleich noch einen. Unterzeichnen. Ich würde es eh am liebsten immer mit einem voll geplanten Flughafen haben, weil einfach... Ach ja, der will jetzt hier zum Beispiel hinten eingetragen werden. Das ist ein Spätnachtflug, okay. Und der kann nur hier, oder was? What the fuck, okay. Dann machen wir das so, dann kommt ihr beide hier hin. Du wechselst hier hin. Du wechselst hier hin. So. Schon 4 volle Runways, das ist natürlich noch geiler. Noch ein Vertragsfenster. Nochmal nehmen.
Flugfensterplaner. Ja, das schaut jetzt. Oh nee, das sind wieder solche Flüge. Aber rein theoretisch können wir da hier so umplanen. Dann planen wir die alle so hier. Oh, das sind jetzt alle Spätflüge, okay. Dann können wir die ja rein theoretisch hier hinpacken. Dann haben die halt ein bisschen mehr Stress. Das sollte, glaube ich, auch okay gehen. Zack. So, 5 volle Runways. Habe ich kein Problem mit. Und so würde ich das mal bis morgen lassen. Einfach schauen, dass unsere Kapazitäten grundsätzlich ausreichen. Dann könnten wir rein theoretisch hier in die Fenster schauen. Also nach dem hier. Ja, geht das eigentlich, weil dann ist da Ruhe. Wie schaut es mit dem Treibstoff aus? Da können wir jetzt eigentlich mal auch. Wo kann ich denn jetzt hier... Oh, ich muss davor erst den Vertragstyp erforschen, oder was? Oh Gott. Das wird witzig, meine Freunde, das wird witzig. Aber ich würde sagen, wir setzen fort. Oh, ein Fasskarren wurde erforscht. Gut, 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 gut. Wo ist es denn jetzt? Flexible Treibstoffverträge. Das wäre eigentlich, was wir brauchen. Aber ich will jetzt erstmal hier die paar Sachen erforschen, die es hier noch gibt. Damit wir da ein bisschen vorankommen. Planen wir für die Zukunft. Und die Nacht ist auch gleich wieder vorbei. Zack, dann kommt hier der Vorfeldservice noch dazu. Den lieben die ja auch. Zack, auch schon wieder 80%. Und jetzt geht dann auch gleich der Spaß los. Jetzt bereiten die sich auch schon alle vor, weil natürlich der Service kommt. Vorteilhaft, dass das die Flughäfen sind oder die Parkplätze sind von den vom ersten Transportgelände. Bedeutet, der kriegt das alles ganz gut hin jetzt. Und das Timing sollte auch gut passen. Alter, jetzt fließt hier aber alles. Alter, das ist halt jetzt geil. Das hier unten, da musst du dich einfach nicht mehr drum kümmern, weil das passiert ja einfach. Du musst halt nur schauen, dass genug Tank immer zur Verfügung steht und alles, und dann hat sich das. Mehr Reiseverkehr. Oh, wir haben Dawn of the Airlines erreicht. Geil. Planmäßige Flüge. Komplexere Flugzeuge benötigen Flugkontrollservice. Holy shit, okay. Tun wir ein bisschen Vorsprung wieder. Da sieht man jetzt die Liste, die bei mir ankommen will. Ich glaube, wir werden gut bewertet bei AliExpress. Vorfeldservice wurde erforscht. Dann schauen wir mal, was müssen wir denn als nächstes erforschen am besten. Weißt du was, wir machen jetzt echt die flexiblen Verträge hier. Aber wir tun in die Forschung volles Personal stecken, dann dürfte das auch nur noch 5 Stunden dauern. Komm, ich will den Flieger hier. Jawohl, das ist der erste neue Flieger. Da ist er. Schaut euch das Baby mal an. Hier, warte mal, wie kann ich dich klein machen? So. Das kommt von den Cornwall Airlines oder sowas. Airmail. Schaut aber auch... Ich finde den Stil witzig. Es schaut schon sehr geil aus, ne? So, lass mal weiterlaufen. Muss natürlich wieder unsere Liste aufmachen, sonst funktioniert gar nichts. Oha, jetzt haben wir einen Stau hier. Oh, jetzt haben wir einen Stau hier. Setzen wir am besten noch ein Flugfeld hier hin.
Einfach damit die abheben können, ansonsten wird es nicht langsam echt gefährlich. So. Das ist nur Abflug. So. Ja, sie haben es gecheckt, jawohl. Funktioniert schon mal. Ah, oh, zum Glück. No, ich will die nicht. Oh, Mann. Die sind natürlich jetzt immer teilweise leer, weil wir da eine Pause drin haben, aber dann werden sie immer wieder befüllt. Zack. Dann läuft das Ganze schon wieder. Ich muss mich bei uns gar nicht mehr um Geld irgendwie groß Sorgen machen, weil einfach das Geld fließt. Das Geld fließt einfach rein und raus, die ganze Zeit. Das Gute ist, durch die zwei Flugplätze jetzt geht es auch alles relativ flott. Die müssen halt in Zukunft wahrscheinlich irgendwie hier seitlich hin platzieren. Oder irgendwie so. Weil selbst jetzt staut sich's. Oh, was? Oh! Wir stehen kurz vor einer Lieferung, aber ich brauche dann trotzdem wenigstens eine. Einmal sofort unterzeichnen hier. Wir haben Lieferprobleme, Jungs. Ah, fuck. Wir haben wieder, okay. Alles gut, alles im grünen Bereich. Wir sind ready. Und auf einmal geht der Flughafen wieder leer. Nice. Nice, nice. Also wie gesagt, ich finde das Spiel ganz interessant vom Spielstil. Weil du halt doch irgendwie, du kannst entweder entscheiden, du hast den Stress und musst halt die ganze Zeit hier alles selber machen. Oder du tust... Oh. Oder du machst es wie ich und kriegst halt voll den Stress und vergisst, dass du tanken musst. Haha, wo bleibt mein Tankfüllsystem? Bleibt der? Da kommt er. Die Rettung naht. Oh, warte mal, ich habe leere Flughäfen. Okay, gleich mal nochmal eine 6000er Lieferung. Das war jetzt nicht genug für mich. Ach, schau mal, der liefert instant 10.000 sogar. Wir rechnen aber 8.000 aktuell. So. Holy shit, das geht extrem schnell. Huhui. Oh, schau mal. Dann würde ich gerne weitermachen. Weiter, weiter. Verwerfen, 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 verwerfen. Sag mal, letzter Vorschlag, was ist das? Neuer Frachttyp, die Umschlagsboni sind höher, doch die Zeitfrequenz ist enger. So einfach und doch so wirksam. Ablage von ein- und ausgehenden Dokumenten verringert das Chaos bei Arbeitsabläufen erheblich. Schauen wir erstmal, was als nächstes, würde ich so sagen, circa ankommen muss. Machen wir jetzt zum Beispiel sowas. Das dauert 2 Stunden und da gibt es für alles so ein bisschen Boost. Das hört sich nach einer spannenden Sache an. Alter, hier geht's ab. Hier macht's bling, bling, bling die ganze Zeit. Ach, schau mal, hölzernes Vorfeld Betriebsfahrzeugcenter. Wir machen hier mal einen Ramp-Service. Wird verknüpft. Jetzt haben wir rein theoretisch auch über einen kleinen Ramp-Service zwischendurch. Falls den jemand benötigen würde. Aber sollte ja hoffentlich nicht vonnöten sein, ne? Aktuell haben wir auch keinen Stau mehr, das ist super. Das ist super. Und wir stehen mit dem Geld eigentlich immer noch sehr, sehr, sehr gut da. Also ich kann mich jetzt eigentlich nicht von den grünen Zahlen da oben beschweren, die da und hochgehen. Klar, es ist anders wie sonst immer, wo wir halt
Vollbelegung hatten oder halt immer eigentlich irgendein Flugzeug irgendwo stehen hatten, aber wir haben halt auch dauernd eine Planung von Leuten, die irgendwo hingehen. Ey, das gibt's nicht. Ich brauche Sofortlieferungen. Und noch eine Sofortlieferung. Ansonsten stehe ich jetzt gleich richtig beschissen da. Ich zahle ja drauf. Wo bleibt der Service? Da kommen die zwei Autos. Gut. Frachtwinde, geil. Dann kommt das jetzt noch im Einsatz. Jetzt komme ich relativ gut voran, auch mit den Forschungssachen. Zack, wie die einfach ab gleichzeitig auch gehen. So, nope, ich bin fertig hier. Auf Wiedersehen. Ach, schau dir dieses kleine süße Flugfeld an. Das ist ja voll knuffig eigentlich. Voll so knuffig und so. Wollen die sich auch immer dauernd vorbereiten? So, ja, da kommt gleich wieder einer. Aber wir haben jetzt voll viel die großen. Von den großen Flugzeugen auch. Das ist natürlich mega geil. Den will ich wieder. Alter, jetzt kriegen wir voll viel hohe. Das ist der Wahnsinn. Brutalos. Ich kann nicht mehr so viel bedienen. Ich weiß, das darf ich noch bedienen aktuell. Aha, schauen, da kommt noch ein bisschen was geht noch. Die rote Baronenarmee hier, die runterfliegt, teilt sich auf. Zack. Alter. Hier geht's ab. Oh fuck, die Fracht haut schon wieder ab. Unterzeichnen. Unterzeichnen. Das muss man sich mal geben, wie viel Fracht eigentlich hier verwendet wird die ganze Zeit. So, jetzt tun wir Terbelag erforschen. Dann gibt es Teer-Rollbahn und Teer-Straßen. Danach gibt es geteerte Vorfelder und alles. Teer-Piste, hier alles. Betonvorfeld, Betonpiste und Rollbahn. Das schaut schon interessant aus. Vorfeld Baustandards. Und dann ist vorbei. No! Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao! Oh!